Zerg-Organismen geortet. Und genau deshalb bin ich hier. Sie werden mich als Ihre Königin akzeptieren. Sonst vernichte ich jeden einzelnen von Ihnen, bis Sie es tun. Was bist du? Ich bin Isha. Du bewahrtest all deine Ideen, Gedanken und Pläne in mir auf, meine Königin. Erinnerst du dich nicht? Ja, ich erinnere mich an dich. Und was noch wichtiger ist, du erinnerst dich an mich. Du bist die Königin der Klingen. Ich gehorche dir. Perfekt. Bereite den Schwarm für einen Angriff auf Korhal vor. Der Schwarm ist verstreut und wird dir nicht gehorchen. Die meisten Zerg auf Char werden von Brutmutter Zagara befehligt. Sie will ihren eigenen Schwarm erschaffen. Solange sie lebt, wird der Schwarm geteilt sein. Also nicht mehr lange. Bring uns zur Oberfläche. Die Liga hatte sich in meiner Abwesenheit hier ja richtig bequem gemacht. Sobald ich meine Truppen wieder habe, wird Warfield vertrieben. Erzähl mir mehr über diesen Leviathan. Er ist der Organismus, von dem aus du den Schwarm befehligst. Und dies hier ist sein Nervenzentrum. Und der Leviathan bringt mich zu jeder Welt, die mir beliebt? Selbstverständlich, meine Königin. Aber wir sind nur noch wenige. Bevor du aufbrichst, um andere Welten zu erobern, solltest du zuerst deine Streitkräfte hier auf Char um dich sammeln. Überlass Strategien mir. Also, was kann ich auf diesem Leviathan sonst noch machen? Du kannst den Schwarm in der Evolutionsgrube weiterentwickeln und verbessern. Die Kreatur Abatur kann dir dabei helfen. Was bist du? Abatur. Entwickle Schwarm, webe Stränge und Sequenzen, diente Overmind, dann Königin der Klingen, diene nun dir. Ich bin die Königin der Klingen. Anders. Untersuche genetische Stränge. Königin der Klingen war effizient. Uralte Zerg-Eigenschaften, geringer terranischer Einfluss. Du mit mehr terranischem Material verseucht, Greifextremität schlecht entworfen. Kann korrigieren, werde austauschen, mache besser. Fass mich nicht an! Nur ein Ziel, Schwarm verbessern. Erstrebe Perfektion in allen Dingen. Tätig in Evolutionsgrube. Arbeit hier einsehbar. Hat die Brutmutter Zagara versucht, dich mitzunehmen? Nicht mächtig genug, mir zu befehlen. Nur du. Wenn ihr dafür die Macht gefehlt hat, wie konnte sie glauben, sie könne den Schwarm befehligen? Anpassung. Sich in Situationen versetzen, in der Weiterentwicklung einzige Wahl. Veränderung erzwingen. Sie könnte sich also zu etwas viel Gefährlicherem entwickelt haben? Das dürfte interessant werden.